Es macht keinen Unterschied. Mensch ist Mensch. Ob man Rollstuhlfahrer ist, ob man eine geistige Behinderung hat, ob man überhaupt eine Behinderung hat, es macht keinen Unterschied. Ich bin seit 9.10.2012 an den Rollstuhl angewiesen durch eine Tumoroperation am Rücken. Ein Dermoid-Tumor war das. Hatte bei der Geburt einen offenen Rücken. Und halt durch diesen offenen Rücken hat sich der Tumor gebildet und im Moment ist er wieder 4,7 cm. Und die Ärzte sagen, er muss nicht rausoperiert werden, weil sonst ist die Chance, dass ich bis zum Hals gelähmt werde, enorm hoch. Und deswegen weiß man halt nicht, wie die Chancen stehen, dass ich wieder laufen kann. Bei dem Boxsport, den ich jetzt mache, Silbersack, ist es wie eine Familie. Es macht einfach Spaß, unter Leuten zu trainieren, die einen herzlich aufnehmen. Da ist es mir relativ egal, ob ich stehe, ob ich laufe, ob ich sitze, ob ich liege oder sonst was. Mir ist es relativ egal. Es hat sich sehr vieles verändert. Ich bin mit dem Rücken gerader, ich habe mehr Stabilität. Habe ordentlich Muskeln zugelegt, habe kaum noch Depressionen, gehe glücklicher durchs Leben und das habe ich alles dem Silbersack Hoodchip zu verdanken. Komm ran hier! Komm ran hier! Ich boxe einfach ganz normal. Das Einzige, was sich wirklich bei mir anders ist, ist, dass ich die ganze Zeit sitze. Ich wusste gar nicht, dass ich zuhauen kann. Bis ich das erste Mal richtig Gas gegeben habe. Und ich habe einfach gelernt, mich unter Kontrolle zu haben. Weil ich früher schnell hochgegangen bin und einfach meine Wut rausgelassen habe und jetzt lasse ich sie nicht mehr woanders raus, jetzt lasse ich sie beim Sport raus, wenn ich Wut habe. 300, Alter. Es gibt viel zu wenig Behindertensport. Wirklich, es gibt viel, viel zu wenig. Deswegen könnte es sein, dass so viele Menschen mit Behinderung einfach nur zu Hause sitzen und entweder Depression verfallen oder keine Beschäftigung haben. Man sollte einfach mehr auf behinderte Menschen. Ich finde das Wort eigentlich. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich finde das eigentlich scheiße, das Wort. Weil. Ich bin nicht behindert. Leute, die ein Bein verloren haben, sind nicht behindert. Die sind eingeschränkt. Eingeschränkt in ihrer Mobilität, aber nicht behindert. Deswegen, das Wort sollte man rausstreichen. Wie ich mich fühle als behinderter Mensch in der Gesellschaft? Schlecht. Ich bin seit 2017 arbeitslos, weil ich nichts finde. Und das ist traurig, dass es in Deutschland sowas überhaupt gibt. Dass man so lange arbeitslos sein muss. Ich bin geistig auf der Höhe. Also, ich verstehe es einfach nicht. Also, dass man so schlecht mit Menschen mit
körperlicher Behinderung umgeht. Weiter, 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 weiter.